Hallo, herzlich willkommen zu Age of Mythology. Endlich zocken wir das Ganze mal. Ich habe es natürlich früher, damals, zur alten Zeit, vielleicht ein, zwei Mal gespielt, aber habe jetzt noch nicht die großen Erinnerungen. Aber das ist ja zugrunde liegend die Age of Empires Mechanik und ich bin bestimmt richtig gut. Deswegen werden wir heute nicht mit der Kampagne beginnen, sondern wir machen ein schönes Gefecht. Hey Leute, bevor es hier weitergeht, habe ich einen brandheißen Tipp für euch. Und zwar geht es um New World Eternum. Das ist ein brandneues MMO, welches vom 13. bis 16. September seine Beta-Tore für euch öffnet und euch einlädt in eine fantastische Welt voller Abenteuer. Es geht um ein Action-RPG auf der übernatürlichen Insel Eternum und das ist perfekt für alle Leute, die Bock haben auf Abenteuer, dynamische Kämpfe und eine riesige offene Welt. Wir können direkt einen Blick drauf werfen, ich zeige euch einfach mal den Trailer. Also das Kampfsystem sieht schon mal richtig fett aus, es gibt Schwertkampf, Schusswaffen, Magie, ihr könnt also euren ganz eigenen Stil finden und damit spielen. Die Insel Eternum sieht einfach atemberaubend aus, es gibt riesige Areale und jede Menge Geheimnisse und Quests für euch zum Entdecken. Was ich besonders cool finde, ist, dass es kein festes Klassensystem gibt, ihr könnt euren eigenen Charakter gestalten und einfach frei experimentieren, so wie ihr spielen wollt. Es gibt PvE und PvP, das heißt, ihr könnt entweder die Monster in der Welt verkloppen oder ihr sucht euch andere Spieler und gebt denen auf die Mütze. Ob du lieber Solo spielst oder mit Freunden zusammen in einer Gruppe, New World Eternum gibt dir die Möglichkeit, das Spiel so zu erleben, wie du es gerne möchtest. Und das Beste ist, es gibt Crossplay, das bedeutet, egal ob du auf PC oder Konsole spielst, du kannst mit deinen Freunden zusammen in eine Gruppe kommen. Und jetzt mal aufgepasst, die Beta läuft noch bis zum 16. September, also schnappt euch eure Xbox Series X oder S, eure PlayStation oder euren PC und taucht ein in die Welt von Eternum. Der Release ist dann am 15. Oktober und in der Videobeschreibung findet ihr den Link direkt zum Spiel. Viel Spaß! Ein Einzelspielergefecht und werden jetzt einfach mal One-on-One spielen gegen eine KI, um reinzukommen. Und da kann man ja auch, glaube ich, schon viel über das Spiel dann lernen. Was haben wir denn? Die blaue Lagune, das klingt fantastisch. Alles Standard, Teams, Bonus, Titan. Ja, Titan, gib mir. Sieht gut aus. Wir sind einfach jetzt blau. Wir haben jetzt hier verschiedene Pantheons zur Auswahl. Wir haben jetzt hier Zeus. Was haben wir denn hier? Zeus. Hades. Okay, Zeus. Infanterieeinheiten und Heldenfokus. Beginnt mit 10 Gefallenspunkten, bewirkt und 20% schnellere Steigerung des Gefallens. Das kommt über Beten, ne? Mythische Einheiten kosten einen Bevölkerungspunkt weniger. Infanterieeinheiten verursachen, na, Schaden, haben wir Hades. Hades sieht krass aus. Fokus Fernkampfsoldaten und Gebäude. 20% Chance für gefallene Menschen als Geister zurückzukehren. Okay. Fernkampfsoldaten, Reichweite, Fernkampffestigungsanlagen, Reichweite, Ballistik und brennendes Pech werden in ihren jeweiligen Zeitaltern sofort und kostenlos entwickelt. Das gefällt mir mit dem Fernkampf. Kavallerie, Stelle und Märkte. Ja, Poseidon ist natürlich geil. Da haben wir die Ägypter. Re, Gott der Sonne. Okay. Lebenspunkte, Kamelreiter, seht ihr das eigentlich? Ja, ihr seht das. Hier, guck mal, wie krass das hier noch weitergeht mit den ganzen. Dann haben wir noch, also Isis, Seth, Pharaon, Kuntire, das. Und dann die Nordmänner natürlich hier. Thor, Odin, Loki und Freya, die ist noch gesperrt. Und die Atlanta. Kronos. Uranus und Gaia. Wirtschaft und Gebäude. So, was haben wir jetzt hier krasses? Das sind die Helden, ne? Athene, Ares, Apollon, Aphrodite, Hephaistos und Artemis. Also das sind die Zeitalter hier rechts, ne? Und dann kann man sich bei jedem Zeitalter spezialisieren auf einen der beiden Helden und deren Fähigkeiten. So, wir spielen jetzt einfach mal Hades. Ich nehme jetzt Hades. Achso, der hat auch Hades. Ne, das finde ich doof. Du nimmst irgendwas anderes. Du nimmst mal, meinetwegen, weiß ich auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Seht. Ich nehme jetzt Seht. So, das sind keine Helden, das sind Götter. Ja, okay. Götter sind das, alles klar. So, let's go, wir gehen jetzt rein. Ich werde jetzt richtig geil gewinnen. Und ich glaube, ich bin gut.
Ich habe keine Ahnung. So, erstmal pumpen wir jetzt hier Early Settlers. So, dann Häuser. Hier oben, wir haben jetzt gerade 5 von 15, das geht noch. So, dann wir brauchen Nahrungsmittel. Die finden wir hier. Das heißt, wir brauchen... Warte mal. Kornspeicher. So, ich mache jetzt hier einen Kornspeicher. Ihr könnt mal mithelfen hier. Und dann können die hier erstmal pflücken, diese Beeren hier. Chaka chaka, das sieht so nice aus. Wie schön da die Schmetterlinge flattern. So, da kriegen wir jetzt Nahrung. Dann brauchen wir natürlich Holz. Gehen wir mal hier ins rückwärtige Gebiet. Ah ne, hier gehen wir hin. Da kann ich nämlich jetzt hier zwischen die Goldmine und dem Wald bauen wir ein Lagerhaus. Tekton. Die sehen schön aus mit ihren Togen. So, dann können wir einige in den Wald und die anderen zum Holz, zum Dings schicken. Hier, gib mir mal mehr, was brauche ich mehr? Ich brauche mehr Fleisch. Für mehr Dorfbewohner. Zack. Die gehen in den Wald. Wir brauchen nämlich Holz. So, und jetzt haben wir schon mal so ein paar Sachen direkt geil gemacht. Haben wir einen Speer? Da. So, der Speer, der... Hier hinten werden natürlich auf der anderen Seite des Diamanten hier, da wird der Gegner sein. Oh, ich hab richtig Bock gerade, das macht richtig Spaß. So schön, die Giraffen sind auch schön, guck mal. So, let's go. Ich werde jetzt hier richtig gut sein. Wir brauchen mehr Holz. Wir müssen irgendwas bauen. Was können wir denn noch bauen? Kornspeicher haben wir, Lagerhaus haben wir, Haus. Ach ja, wir brauchen einen Tempel. Den Tempel eher so rückwärtig wahrscheinlich, falls ich angegriffen werde. Die Angriffe werden ja von hier kommen, aus dem Osten. Und dann können die nicht sofort meinen Tempel zerstören. So, wir brauchen mehr Leute. Und dann können wir aufsteigen. Dafür brauchen wir 400 Fleisch, um ins nächste Zeitalter zu kommen. So, hier, du sammelst mal mit. Die gehen mal hier in die Büsche mit rein, die Leute, die ich jetzt hier neu ausbilde, denn zu Beginn ist Nahrung einfach unglaublich wichtig, ne? Alle in die Büsche rein, bitte. Hier habe ich noch so, kann ich die... Die kann man nur aufessen, ne? Oder kann ich mit denen irgendwie, kann ich die züchten oder so? Nee, ne? Kann ich die Ziegen, kann ich die anlocken, dass die näher an ein Gebäude rankommen? Man kann doch so Schafe, kann man bei Age of Empires doch so anlocken. Ach, guck mal, der betet hier schon. Alles klar. Der betet im Tempel. Und ich kann hier mal schön in so ein Pegasus. Ich baue mal einen Pegasus. Scouting-Einheit. Was macht mein anderer Scout? Der ist bei den Elefanten angekommen. So. Wo ist mein Pegasus? So, der fliegt mal straight da so rüber. Der ist noch voll langsam. Ist der nicht wunderschön? Und der andere... Johnny, der scoutet hier. Vulome. Orthos. Was ist denn das? Vulome. Das ist doch mein Gegner. Prostagma. Orthos. Ach du Scheiße, was ist denn das? Das ist ja voll okkult und böse aus. Orthos. Pani. So, da kommt schon mein Pegasus. Der kann noch überhaupt nicht angegriffen werden. Das ist natürlich nicht gut. Oh doch, er wird einfach doch angegriffen. Ich habe komplett daneben gelegen. Okay. Oh, den werde ich kaputt machen hier. Guck. Mein Speer ist total lame. Guck mal, der kann dem kaum Schaden beifügen. Aber ich kann ihn ein bisschen stressen. Harassen. Ich bin stärker als er. Der Kampf wird 100 Jahre dauern. Ach du grüne Neune, was? Ah, das Ding ist weg.
Okay, jetzt müssen wir... Oh, wir können ins zweite Zeitalter. So, was machen wir jetzt? Ares, Gott der Schlacht und des Gemetzels, Fokus Fußsoldaten, Göttin der Weisheit und Strategie, Fokus Infanterieeinheiten. So, was machen? Was ist der Weg? Oh, wir können Minotaurus bauen. Wiederherstellung zielen sie auf einen Ort, um Einheiten zu heilen und Gebäude, Belagerungswaffen und Schiffe zu reparieren, die ihnen und ihren Verbündeten gehören. Können wir den Minotaurus holen? Aegis-Schild. Labyrinth des Minos. Verbessert Minotauren zu Stier-Minotauren. Und Sarissa. Oder hier haben wir die Pest. Oh geil, wir können die Stadt mit der Pest. Ah, das ist sehr gegen Leute, die Türme bauen, ne? Das ist ja richtig gemein. Stell dir mal vor, ihr habt euch richtig mit Türmen eingebaut und dann schmeißt einer die Pest auf euch. Ich glaube, da finde ich fast diese Pestgeschichte finde ich schon krass. Wir nehmen Ares. So, und jetzt können wir, glaube ich, in Stufe 2 dann auch Felder bauen. Oh. Das dauert einfach ewig. Dieser Kampf hier, der tobt immer noch. Wer ist er überhaupt? Der tausendjährige Kampf. So, unser Pegasus. Aber es kommt auch keiner, ich meine, wir wissen alle, wie es ausgeht, ne? Keiner hilft ihm hier. Aber soll mir recht sein. Ich habe ja noch einen anderen Scout. So, hier oben sehen wir, dass wir gleich das passende Zeitalter haben. Um auch Felder zu errichten. Glaube ich, ne? Müsste dann ja gehen. Und ganz wichtig, dass die Türme hier schießen können. Yes, hier. Ja, geil. Guck hier. Oh, ein Zyklopen. Ja, das ist ja der absolute Oberhammer. Zyklopor. So, dann. Also. Warte mal. Ja, jetzt bauen wir hier mal Felder. Tekton. So. Oh, habe ich das jetzt überlagert? Ne, die soll da bleiben. Entimi. Tekton. Prostagma. Kostet mich zwar 75 Holz, aber ist natürlich wichtig jetzt Nahrung. So, der kann auch mal hier Feld bauen. Tekton. Und wir brauchen mehr Holz, ne? Wir müssen ein paar Johnnies bauen und die hier ins Holz reinsetzen. Wie sieht der ewige Kampf aus? Ja, wir haben gewonnen! Yeah! Er wollte abhauen, wir haben ihn platt gemacht. Jetzt können wir hier schön seine Johnnies hier harassen. Wo sind die alle hin? Vulome. Die sind alle weg. Vulome. Was ist denn hier los? Na, das gibt's ja nicht. Dem hätte sich mein Zyklopen auf dem Hals. Das gibt's ja nicht. Guck. Da, so ein kleiner Affenmann. Ein Pavian. Oh, hier ist noch einer, der mich nerven will. Aber ich habe jetzt die Türme, die Abwehrtürme abgegradet, dass sie auch schießen können. So, sehr gut. Die schießen jetzt auch. Tschüss. Das ist das Ende des Pavians. Da gibt es mehr Holz. Das ist gut. So, jetzt hau den Affen um. Sehr schön. Das machen wir richtig gut. Wir brauchen mehr Leute. Und was haben wir hier? Ajax ist ein Held. Und Achilles. Wen wollen wir? Wer ist besser? Achilles oder Ajax? Weiß ich nicht. Wir machen mal den hier. Oh, wie geil er auch redet, der Zyklop. Es ist immer gut, einen Zyklopen auf seiner Seite zu wissen. So, jetzt wollen wir mal hier ein bisschen Kasernen und so errichten. Brauchen wir mal Truppen, ne? Und wir brauchen mehr
Guck mal, hier den Wald können wir uns auch mal zu eigen machen. Dann bauen wir jetzt den Stall. Können wir hier schon ein paar Hopliten bauen. Die Hopliten setzen wir mal hier hin. Dann haben wir schon mal ein bisschen was, um uns gegen Überraschungsangriffe zur Wehr zu setzen. So, und dann brauchen wir als drittes natürlich noch die Bogenschützen. Also, wenn jetzt jemand hier in diesem Gebiet irgendein Erdbeben oder sowas macht, haben wir natürlich ein massives Problem. So, jetzt müssen wir dringend noch ein paar Häuser bauen. Tekton. Prostagma. Tekton. Tekton. Prochise. So, baut mal hier die Häuser, damit wir haben nämlich hier oben schon die Bevölkerungsgrenze erreicht. So können wir ja keine Armeen bauen. Was ist denn das da? Ach, der Pavian, den kann ich sogar schlachten. Das ist ja der, die größtmögliche Demütigung. Habt ihr auch gerade Morton Manor-Vibes? Der Pavian des Seeds wird jetzt... So, wir brauchen noch mehr Häuser. So, wollen wir mal hier die direkt verbessern? Ja, ne? Hier die ganzen geilen Speer der Panik. Alles gut, alles wichtig. So, Holz, wir brauchen mehr Holz, wir brauchen mehr Leute. Wo sind unsere Leute hier? Du nicht, aber ihr könnt mal hier ein Lagerhaus bauen und dann hier den Wald mal ein bisschen abwalden. Was haben wir hier noch? Ja, wir brauchen weiter Häuser. Sonst können wir keine Einheiten bauen. So, hier haben wir schon eine kleine Armee aus Kavallerie, Bogenschützen und Infanterie. Eine gemischte Armee. So, weiter jetzt hier. Jojojojo, okay. Zack. Tekton, so. Der ist noch, der hier macht gerade gar nichts. Du gehst in den Wald rein. Das hier ist Achilles, unser Held. Der soll ja mitfahren. Wie ist das, wenn der stirbt? Ist er denn für immer weg? Ah, hier, guck mal her. Was ist denn das? Da hat er so einen kleinen. Habt ihr das gesehen? Was eine freche Geschichte. Wollen wir mal ein bisschen harassen gehen mit unserer Armee, die wir schon haben? Wir gehen die mal ein bisschen ärgern. Das hier ist unser Scout. Der stand da noch einfach so rum. Und ich finde, wir brauchen... Okay, wir können noch einen Zyklopen bauen. Brauchen wir noch? Die ganzen Upgrades fahren wir mal. So, und ihr, wie viel Holz haben wir? 550. Wir brauchen noch ein bisschen mehr... Tekton. Tekton. So. Wir brauchen mehr Nahrungsmittel. Macht das Sinn, dass man die so... So machen wir das jetzt mal. Okay, dann widmen wir uns unserer Party hier zu. Das ist natürlich jetzt hier Mist. Gehen wir mal hier lang. Haben die hier schon irgendwas errichtet? Wir harassen die jetzt hier richtig. Jetzt locken wir sie erstmal raus. Hier hat der Türme. Kommen wir mal von hinten. Da. Ah, der hat die noch nicht geupgradet. Doch, der hat sie geupgradet. Scheiße. Den Turm platt machen. Wie viele Einheiten hat der? So.
Warte mal, erstmal zurückziehen, bitte. Oh, was ist denn das? So, jetzt aus der Reichweite der Türme, was habe ich denn jetzt hier? Naja, die Pest. Ah, ich hätte die Pest einsetzen können. Verliere ich jetzt meine Einheiten? Oh ja, ich glaube ja. Was kann er denn jetzt hier? Kann er irgendwas krasses, Achilles? Hau mal ab, Achilles. Achilles muss abhauen. Beeil dich, Achilles! Flieh! Oh, die wollen ihm hier den Weg abschneiden. Achilles ist doch viel schneller als die. Ja, das war leider nicht von Erfolg gekrönt. Wir müssen unsere Einheiten wieder aufstocken. Nee, du ja nicht. Malista. So, er kommt nach Hause, aber die anderen sind ihm nicht gefolgt. Das ist doch schon mal gut. Also, kann sich da einstellen. So, was sind das für geile Sachen? Schatten des Hades. Natürlich schon was geil. So, wir bauen wieder nach. Wir brauchen Nahrung ist wichtig. Nahrung ist wichtig. Wir müssen nochmal eine zweite Farm bauen. So, bau mal hier. Wo haben wir denn? Ach, so einen Marktplatz müssen wir auch noch bauen. Was können wir noch upgraden? Gold, ne? Wir brauchen erstmal mehr Gold. Silver, oh Monkey, vielen Dank. So, hier ist, guck mal, so sieht das aus. Direkt wiederhergestellt. Das war. Oh, was ist das? Gewölbe des. Oh, geil. Das klingt doch gut. So, die sollten jetzt mal einen Kornspeicher bauen. Und dann machen wir noch ein paar mehr Felder. Nahrung ist ja ultra wichtig. Ja, bauen wir mit. So, okay. Und jetzt? Nee, das geht jetzt um... Nee, was machen sie denn? Achso, die machen erstmal die Giraffe tot. Das ist natürlich super. Die kann man ja easy zu Fleisch verarbeiten, die Giraffen. Ja, geil. Dann mach erstmal die Giraffe, finde ich gut. Die sind ja direkt da in der Nähe, das ist ja fantastisch. Habt ihr schon mal Giraffe gegessen? Türme verbessere ich immer gerne. Ich liebe Türme. Ich spiele gerne mit Türmen. So, was fehlt uns? Gold. Achso, ich wollte ja Gold. Wir wollten mehr Gold. Und dann müssen wir mal ganz dringend auch die. Bis da müssen wir mal hin. Oder da. Das ist, glaube ich, besser. Da gehen wir jetzt hin. So, dann gehen wir als nächstes dahin. Hi. So, oh, wir brauchen neue Häuser. Sowas aber auch. Ja, warte. Das hat Priorität. Das hat komplett Priorität. Sofort neue Häuser bauen. Und zwar schnell! Sonst können wir hier aufgrund des Bevölkerungslimits nichts mehr Neues produzieren. So, wir können gleich wieder ein bisschen harassen gehen. Auch wenn wir gerade alles verloren haben. Nächstes Mal arbeite ich mit der Pest. Probieren wir die mal aus. So, wo gehst du denn jetzt hin? Ach so, genau, du solltest hier ein Lager bauen. Was ist das? Das ist offensichtlich
Was ist das? Ein Obelisk, warum hat der das gebaut? Prostagma ist machen. Ihr darf doch nicht einfach hier in meinem Gebiet einen Obelisk errichten, ist der denn Wahnsinn? Aber ich sollte nicht mit meinem Helden scouten, der hat ja eh nichts mehr. Apropos, wo ist mein Scout? Ist der. Da hat er noch so einen Obelisk gebaut. Nee, das lassen wir nicht zu. Wieso darf der das? Warum darf der sowas bauen? Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Nahrung, Gold, Holz, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Was können wir schon das nächste Zeitalter? Jawohl. Apollon oder Aphrodite? Apollon. Da können wir natürlich diese ganze Bogengeschichte hier noch ein bisschen weiter ausspielen und uns darauf spezialisieren. Okay, das ist ja auch lustig. Man kann einer in ein Schwein verwandeln. Die Argonauten. Ja, wir haben aber kaum Wasser hier. Göttliches Blut. Heulendes Orthos. Goldener Apfel. Tempel der Heilung. Oh. Das ist gut. Ja, das ist alles gut für Bogenschützen, ne? Ich nehme Apollon. So, guck mal, die arme Giraffe wird hier immer noch so ein bisschen... Aber die liegt perfekt, die Giraffe. Die können jetzt mal hier ein Stadtzentrum errichten. Und ihr... Passt mal auf, dass da niemand kommt und uns dabei nervt. Und die errichten jetzt hier mal weitere... Achso, die sollten Häuser bauen. Ja, mach mal weiter. Wer macht noch... Oh, die macht auch nichts. Was ist denn mit der los? Die kann mal auch noch... ein Feld bestellen. Und wir bauen weiter Häuser. Jetzt können wir hier... Ah, das können wir noch nicht machen, aber... Die Upgrades kommen erst, die neuen, wenn... Ah, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr auch rumbeten noch, oder? Ein bisschen mehr Leute noch vor den Tempel schicken. So, die beten hier zum Tempel. Geil, wir haben einen Manticore. Da ist er. Oh! Ist er geil oder ist er geil? Bin Fan. Okay, da ist das Gold ausgegangen. Das ist, hier müssen wir jetzt rüber. Bauen hier, nee, ein neues Lagerhaus. Und schnappen uns dann das Gold. Laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Dass wir hier die Häuser alle einnehmen. Oh. Was ist mit denen los? Prostagma. Das lassen wir natürlich nicht zu, dass hier irgendwelche Gebäude rumstehen. Nein! Ach. Nee, warte mal. So. Jetzt habe ich aus Versehen da die Dorfbewohner mit reingemixt. Das wollten wir natürlich nicht. So, die hacken ja das Holz. Einer fehlt aber noch. Der muss hier das Gebäude weiterbauen. Was haben wir hier oben noch? Das sind die, ist die Unterwasserpassage. Check ich aber nicht genau, wie das geht. Ich habe ja auch nur so wenig Seen hier. Die Pest und der Wächter. Das machen wir, wenn wir angegriffen werden. So, das ist fertig hier. Sehr schön. Dorfzentrum ist fertig. Das ist gut. Da können wir mal ein bisschen noch für Holz sorgen. Und können jetzt auch
paar neue Upgrades fahren. Insbesondere die Bogenschützen interessieren mich, weil da habe ich doch geile... Bogenschützen sind cool. Ich habe jetzt hier viele gute Bogenschützen gebaut. So, lass uns nochmal... Die bauen nochmal einen zweiten... Die haben jetzt ein bisschen spezialisiert. Bogenschützen. Könnte ich theoretisch... Hat der hier Wasser in der Nähe? Hier hat der Wasser. Was ist denn, wenn ich... Aber das, hier sind ja super dicht dran. Das ist ja eine Minimap. Ich kann nicht hinter dem spawnen oder so. Leider. Was bräuchte das nächste Zeitalter? Oh, ich muss die Fortress bauen. Okay. Ich muss eine Fortress bauen. Wir bauen mal die Festung. Hier oben auf dem Hügel ist doch geil. So, dann wollen wir noch ein paar... Oh, was haben wir? Schwerer Peltast. Ja, ich bin ein Fan jetzt von Fußsoldaten. Von hier, ihr wisst, was ich meine. Fernkampfsoldaten. Aber Fernkampfsoldaten müssen immer geschützt werden. Deswegen dürfen wir das nicht vernachlässigen. So, das wird wahrscheinlich ewig dauern, ne? Mit der Festung. Können wir ihn gleich nochmal ein bisschen nerven gehen. So, Tempel, was können wir hier machen? Wir können mal... Ah ja, die Zyklopen verbessern. Tempel der Heilung ist auch gut. Können wir hier einen Tempel der Heilung hinstellen? Das halte ich für sehr wichtig. Da sind unsere Bogenschützen. So, gleich ziehen wir hier los. Und ärgern ihn wieder ein bisschen. Was ist das denn? Ist der komplett wahnsinnig? Wieso darf der das? Scoutet der mich damit oder was ist sein Plan? Ah geil, das ist fertig. Dann... Unfassbar frech, oder? Die Festung regelt aber. So, können die nicht hier noch eine Siedlung bauen? Da drauf, sehr gut. So. So. Wir könnten den so ein bisschen eintauern auch. Ah ja, hier, guck mal. Wie sieht das jetzt hier aus? Ja, sieht gut aus. Er hat nicht so viel. Ich werde nunmehr die Pest... aktivieren. Wir aktivieren... Ne, die doch nicht. Wir aktivieren die Pest. So, jetzt machen wir sein Dorfzentrum kaputt. Seine Türme können nicht feuern, die unterliegen der Pest, so wie ich das verstanden habe. Und ohne Dorfzentrum ist er verloren! Und sein einziges ist. Boah, was war das für ein krasser Move? Oh, er hat Kampfelefanten! So, geht down jetzt hier, Gebäude. Was ist los? Reparieren die das nebenbei oder was? Ich befürchte. Er repariert es schneller als ich das. Das ist ein Problem gerade. Jetzt gewinnt er die Schlacht zurück. Ah, Mist. Okay, ich habe nicht mal sein Gebäude zerstört. Und alle Einheiten verloren. Das habe ich schlecht gemacht. Das war kein gutes Micromanagement. Bin sehr beleidigt mit meiner eigenen Leistung. Sehr beleidigt mit meiner eigenen Leistung.
habe ich nicht gut gemacht. Wir brauchen, wir nehmen noch mal so ein paar. Oh, die sind beide gut. So. Ja, wir bauen mal hier sowas von Türme auf. Der nächste Angriff wird besser werden. Da werde ich nicht so dumm agieren. Scheiße, mega dumm. Oh, ja, jetzt tauere ich den ein. Ja, Vulome nehme ich jetzt. Jetzt seid ihr am Ende. Komm ich hoch? Sieht gut aus. So, wenn der fertig ist. Was wollt ihr dann noch machen? Ich tauere euch einfach ein. Geil. Trade meine Tower ins Unermessliche ab. So. Der ist fertig. Der dritte kommt dahin. Ich tower die einfach komplett ein. Immer im Einzugsgebiet des anderen Towers, damit die bei, wenn die belagert werden, zumindest beschossen werden können. Ja, jetzt ist doch vorbei. Was wollt ihr denn jetzt noch machen? Jetzt habe ich die einfach eingetowert. Die können weiter, die towern jetzt einfach weiter. Haha, lol, lol. Was wollt ihr machen? Die Arbeit der Ingenieure. Zurückziehen, in Sicherheit der Türme. Türme muss ich ja, die arbeiten ja für mich. So, der nächste Turm. Dahin. Was ist das für eine Idee jetzt hier? Wir wollen mit einer Belagerungswache den Turm zerstören. Ja, wahnsinnig. Habt ihr das gesehen? So, aber die haben jetzt keine Chance mehr, ich habe sie eingetauert. So, das war's. Ich taue die klassisch ein. Aha, lol, da kommen sie nicht rum. Es ist herrlich, es macht Spaß. Ich liebe Tauern. Erstmal die Belagerungstower zerstören. Oh, was haben wir hier? Oh Gott. Scheiße. Warte. Und ihr baut da einen. Was? Wie? Ey, warte. Ich glaube, wir haben gleich gewonnen. Aber es macht auch einfach Spaß zu towern. Oh. Nee, die wollen mein... Die wollen ihn belagern. Ey, hör auf! Der setzt ihn gegen meine Tower ein! Schluss! Die können einfach mal mittowern hier hinten. Was machen die denn überhaupt? Gar nichts. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Nein, der hat meinen Turm zerstört. Arsch. Wird direkt wieder aufgebaut. Ey, wo sind meine ganzen Truppen? Müssen halt die Fußsoldaten Hand anlegen. Prosteche. Prosteche. Prosteche.
Oh, das war knapp. Oh nein, es kommt noch ein Skorpion. Oh, sehr gut, der ist fertig. Einige sind aber vergiftet. Oh, Meereskorpion. Ich muss jetzt einfach mal neue Einheiten bauen. Ich habe keine Einheiten gebaut. Ich bin wahnsinnig. Warum? Ohne Einheiten bringt das Tower nix. Sofort den Tower reparieren. Mir egal, ob die mich angreifen. Wir bauen eine neue Tower. Hilfe, Hilfe. So, hier. Da kommt Entsatz. Alle meine Einheiten sind... aber das ist mir egal. Oh nein, Belagerungsturm. Los, alle müssen den Belagerungsturm angreifen. Der ruiniert meine Gebäude. Sie sollen sofort aufhören. Nein! Schweine! Na, jetzt habe ich wieder ein paar Einheiten. Das bringt denen gar nichts. Wie sieht es hier hinten aus? Das sieht ganz gut aus. Na gut. Der Kampf ist entschieden, sie wissen es nur noch nicht. So. Hier meine Einheiten. Ich brauche keine Rohstoffe mehr. Ich brauche gar nicht. Ich muss noch zu Ende führen jetzt. Den Kampf. Ja, gar kein Problem. Da kommt der nächste Belagerungsturm. Der wird diesmal abgefangen. Der kommt gar nicht an die Front. Kommt er noch so weit ran? Seid ihr wahnsinnig? Wir müssen mehr Truppen. Mehr Truppen. Warte, ist gut, da kommt der nächste. So, alles gut. Wir looten die aus. Okay, da hat er sich kaputt gemacht, das ist nicht gut. So, wir gehen gleich rein. So, wo ist meine Pestilenz? Ja, das sparen wir uns auf. Oh ja, so. Diese ganzen Leute haben nichts mehr zu tun. Einfach nichts mehr zu tun. Tor reinbauen. Das sind meine ganzen Leute. Muss mal sammeln jetzt. Oh, das ist hier überhaupt nicht gut. Das stört meine Türme. Komm mal zurück hier. Alle Leute, wir sammeln uns jetzt. Ein Tor rein. Lol. Das ist ja so bescheuert hier. Achtung! Alle müssen den Belagerungswagen zerstören. Warum dürfen die hier überhaupt hinter die... Das ist ja total bescheuert.
So. Hier noch gewallt. So, jetzt werden wir den Gnadenstoß versetzen. Wir müssen näher ran an die. So, hier. Da näher ran. Was haben wir denn noch? Hier, da können wir ein paar Nahkämpfer noch bauen. Und hier, wo ist meine Art Ding? Ah, warte mal, was haben wir denn hier überhaupt? Achilles muss ich nur mal nachbauen. Und Ajax. Die ganzen Helden habe ich gar nicht gebaut. Ein paar Pferde. Das ist immer gut. So, jetzt. Mein Heiltempel will ich nochmal bauen. Wo ist. Warte, ich kann noch einen Heiltempel bauen. Rüstkammer. Lol. Wieso habe ich so viele untätige Typen hier? So, der soll seine ganzen Armeen hier immer aus. Hier muss ich ja aufpassen. Ich wallte dir den richtig ein. Der kann natürlich jetzt. Hier könnte er noch raus, aber das, da kümmere ich mich noch drum. Das macht schon auch ein bisschen Spaß. So. Okay, so, dann. Truppen sammeln. Sieht gut aus. Der kommt ja nicht mal mehr raus. Die marschieren einfach durch, das ist denen völlig egal. Achilles ist auch da. Der passt hier bei den Bauarbeiten auf. Ah ne, Achilles macht das da kaputt. So, weil jetzt müssen wir ihn gleich mal raiden hier. Das ist ja Quatsch. Was können wir hier noch machen? Ja, Verbesserung ist wichtig. Was ist da oben los? Seid ihr völlig wahnsinnig? Das geht natürlich nicht. Dann bauen wir hier nochmal den Turm wieder auf. Hey, hör auf. Guck mal hier, das ist richtig frech. So, wo sind meine ganzen Einheiten? So, rein da jetzt. Rein. Und jetzt kommt die Pest. Ah, ich hab, kostet 50, ich hab nur 46. 47. Oh Gott, das dauert voll lange. 48. 49. Wo bleibt die Pest? 50, bam. Pest ist raus. So, jetzt machen wir das Gebäude kaputt, bitte. So, wollen es ja auch nicht länger als nötig. Was fehlt mir eigentlich? Holz? Nee. Ah, ich habe die Baubegrenzung erreicht. Das ist ja mies. So, das ist kaputt. Sehr gut. Dann weiter. Ich hab die einfach komplett eingewallt. So, hier. Die kommen auch rein und dann haben wir es gleich. Dann baue ich just for fun. Nochmal eine Wall hier. Also kann ich irgendwas gedrückt halten, dass es weitergeht danach? Steuerung oder Shift oder so? So, wir machen jetzt hier alles kaputt. Wir kommen mit rein. Wann gibt der endlich auf? Hier los. Komm her. Das gibt's doch nicht. Ich baue den weiter ein, just for fun. Einbauen macht Spaß. So, wann können wir denn jetzt damit rechnen, dass
der endlich GG sagt. Ich finde, wir haben das hier bislang großartig gemacht. Wo sind meine... Oh, wir haben hier die Dorfbewohner. So, ne. Ja. Ist doch jetzt vorbei. Sieh der Wahrheit ins Gesicht. Warum will er nicht aufgeben? Warum? Ah, was? Ja, du darfst mit Würde abtreten. Sie haben gewonnen. Ja, geilo. Also, das war, wie alle, ja, für alle, die neu sind, das war jetzt Ivy League One-on-One gegen Pros. Aber das passt schon. Ja, Hammer. Was können wir noch? Partieende anzeigen. Höhepunkte. Das war nicht besonders smart, ne? Das war jetzt aber auch nicht nötig, smart zu sein. Aber das macht einfach Bock. Online würden wir das komplett auf den Sack kriegen. Aber war nice. Habt ihr noch Interesse an der Kampagne? Nee, oder? Wir wollen ballern, es macht mehr Spaß, ne? Wir würden mehr Spieler. Hab ich noch nie gemacht. Wollen wir mal probieren? Ich krieg komplett auf den Sack. Schnelles Spiel. Ich mach mal schnelles Spiel. Wir kriegen komplett auf den Sack. Two versus two. Würde ich auch mitmachen. Bin bei allem dabei. Online wirst du, glaube ich, komplett fertig gemacht. Ja, natürlich werde ich komplett fertig gemacht. Ich werde komplett fertig gemacht. Das weiß ich, aber dann geht das ja wenigstens schnell. Ich hätte einfach nochmal drücken müssen. So, let's go. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt 2 oder 2 vs 2 oder 3 vs 3 mache, dann bin ich der Lappen, der die Gruppe runterreißt. Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid, dass ich hier so Noobtown bin. The Real Five. Nee, The Real Five. Vielen Dank. The Real Five. Und jetzt sehe ich da jetzt erst Habeko. Silver O Monkey, vielen lieben Dank. Da kam ja noch ein Raid von Aiello rein. Hab ich gesehen. Vielen Dank, Leute. Ich war komplett, habt ihr gerade gesehen, im Kampfrausch. Es ist schon sehr wie Age of Empires, ne? Also was sich da unterscheidet, sind natürlich die ganzen Helden oder Götter, logischerweise, aber was so die grundsätzliche Spielmechanik angeht, wenn jemand Age of Empires kann, dann kann er bestimmt die anderen Sachen auch. Also was so die Nahrungsproduktion angeht, das Einheitenmanagement, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Es ist das bessere Age of Empires. Du meinst das ironisch, ne? Mhm. Wieso finde ich keine Spiele? Eilt mein Ruf mir voraus wie Donnerhall. Ah! Nee. Ah! Doch. Sehr gut. Mist. Okay. Der wird mich komplett fertig machen. Bin bereit. Wer bin ich denn? Bin ich so wie eben Hades? Bereit. GG? Warte. Was? GG? Nee. Have fun. I'm very good in this game. Okay, geht los. Ich werde so auf den Sack kriegen. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert.
Wo sind... Etimo, ne. Tekto. Prostagma. Scouting mit Scoutenstein. So, wir brauchen für Stufe 2 400 Nahrung. Wichtig, sehr wichtig. Nahrung ist unglaublich, unglaublich wichtig. Nahrung. Komm, direkt alle mal hier pflücken. Und Holz brauchen wir aber auch massiv dringend. Deswegen gehen wir mal, warte hier, Lagerhaus. Was machst du? Achso, du baust da. Let's go, was macht er hier? Er harasst direkt mal irgendwas. Lege. Pani. Vulome. Pani. Vulome. Orthos. Pani. Lege. Malista. Het vulome. Πάνι. Πόρο. Καλός. Ich hau ihm mal direkt seine Leute kaputt. Vulpan, vulpan, vulpthos, pan, orthos, vulpan, vulpthulome. Poro. Aber wir müssen auch dringend die Türme upgraden. Prosech, vulome. Ich muss irgendwas haben, was mir Schutz bietet. Thritomos, metalefs. Oh ne, der hat meinen Scout getötet. Das war schon mal jetzt sehr dumm. Leje esto. Tekton. Oh, hier sind auch ganz viele Zebras, die man essen kann. Gehen wir mal auf Zebrajagd. Wir brauchen viel Nahrung. Los, ich brauche mehr Leute. Sie ist untätig. Sie baut mal hier und dann gehen wir mal auf Zebrajagd. Können wir die ganze Herde hier mal platt machen. So. Ja, schon gut, schon gut. So, wir werden jetzt die Tiere da. Das ist gut, das ist gut. Nahrung muss fließen. Wir brauchen 400 Nahrung. Und einen Tempel brauchen wir auch, fällt mir gerade ein. Genau, einen Tempel. 400 Nahrung und einen Tempel. Das ist hier gleich leer gepflückt schon. Etimus. Tempel, Tempel, Tempel. Temple of Love. Tekton. So. Wichtig. Hühner kann man auch gut essen. Protecton. 32 Nahrung. Pflückt die Bären so schnell ihr könnt. Wir müssen Level 2 kommen. Los. Leute, dass ich so lange lebe in einem Online-Match, ist sowieso schon mal sensationell. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Oh geil. Ich hab hier einen, der mir helfen kann, wenn mich einer scoutet. So, Tempel ist fertig. Die beten auch direkt am Tempel. Sollen sie machen. Tempel ist da. Wir brauchen... Aha, warte. Das finde ich total gemein. Dass der meine Dorfbewohner ärgert. So, jetzt Level 2. Aber sowas von. Und in dem Ares. So. So, die gehen jetzt hier an die Nahrung ran. Prosche, Thritomos. Genau. Oh, die haben jetzt nichts mehr zu tun. Die gehen mal ganz kurz an die. Ja, was machen die mal ganz kurz? Die helfen da oben mit. Prostagma. Und. Die sammeln mehr Nahrung. So, was ist mit Stufe 2? Die sind noch lange nicht erreicht. Ja, sammelt mal hier Giraffenfleisch mit. Geht natürlich dann sehr schnell. Das
dass das weg ist. Aber dann können wir ja gleich die Nahrung, die Dinger hier anbauen. Und wir brauchen sehr viel Holz auch. Pop. Ah, wir können den hier bauen, das ist gut. Sehr schön. So, wenn uns einer dumm kommt. So, es heißt jetzt, das ist sehr wichtig, dann können die Türme schießen. Und dann können wir jetzt hier anfangen auch ein paar Felder hier zu bauen. Okay, so, ein paar Felder, mehr Nahrungseinkommen. Der passt auf, das ist super. Der hat nichts zu tun. Der muss mal, was machst du stattdessen, an den Holz, ans Holz ran. Lagerhaus kostet mich 50 Holz. Ja komm, wir machen da das Lager. Oh, was? Doch nicht alle. Brauchen mehr Holz oder was ist es? Ne, zack. Okay, dann geht ihr so lange auch kurz ans Holz. Und wir brauchen mehr Häuser. Oh, hier sind auch überall Hühner, egal. Können wir auch gut essen, oder? So, Hühner? Ja, kann man gut essen. So, was kann ich hier noch bauen? Minotaurus. Dann haben wir zwei davon. Ah, ein Bevölkerungslimit ist erreicht. Sehr gut, dass wir jetzt die Türme haben. Das heißt, er kann uns nicht mehr so gut harassen. So, jetzt weißt du auch, wir sind in Stufe 2. Er ist natürlich viel zu langsam, um den zu stellen, aber das ist egal. Mehr Häuser. Und jetzt haben wir wahrscheinlich auch wieder Holz, um Bob, genau. So. Nahrung ist das Wichtigste. Mehr Johnnies. So, was ist mit dem Haus? Wo ist das Haus? Sie baut nochmal ein Haus. Gold und Holz und Nahrung. Jetzt müssen wir anfangen, langsam mal Kasernen und so auch zu bauen. Und das machen wir jetzt. Das ist kompletter Mist. Ja, zu lange gedauert. Richtig. Hat zu lange gedauert. Aber jetzt hat er Angst bekommen. Das ist gut. Angst ist immer gut. Was hat der denn da oben? Den Turm fertig und wir bauen mal ein paar Hopliten. Scheiße, das ist komplett überhaupt nicht in meinem Sinne. Der harasst mich gut! Ja, war ja auch klar, das war ja zu erwarten, ne? Prosecco.
Prostagma. Wir brauchen ganz dringend Bogenschützen. Tekton. Prostagma. So, pop, 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 pop. Das Harassen muss aufhören. Okay, wo ist der da? Machen wir Bogenschützen? Oh Mann, oh Mann. Wo sind die ganzen Typen, die nichts machen gerade? Die haben das gebaut. Die bauen jetzt nochmal als nächstes Kavallerie. So. Wir brauchen mehr Häuser. Ja, wir leben noch, ne? Das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. So. Bam. Häuser bauen. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Und wir brauchen Holz, 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 Holz. Und wir brauchen Gold. Wir brauchen Gold. Wie viele können da maximal gleichzeitig ran? Ah, doch so viele, okay. So, jetzt brauchen wir ein paar schnelle Pferde. Die kosten aber Geld. Sind das hier nur... Ja. Okay. Jetzt können wir uns zumindest ein bisschen verteidigen, aber der wird natürlich krass... Ich muss ihn jetzt auch mal nerven. Lege. Orthos. Vulome. Orthos. Pani. Wir müssen ja auch ein bisschen harassen eigentlich, ne? Vulome. Aber meine Einheiten sind zu langsam, das heißt, die werden komplett aufgerieben, wenn ich... im Hintertreffen bin, vielleicht ist es doch eine dumme Idee. Vielleicht ist es doch eine dumme Idee. Auch zum Harassen brauche ich schnelle Kavallerieeinheiten. Jetzt bringt das nichts. So, wir brauchen mehr Nahrung. Hier sind Giraffen. Das wäre natürlich schön kostenlose Nahrung. So, mehr Reichweite. Ja, der kann hier mal ein bisschen aufpassen, dass die von hinten nicht kommen. Kann eigentlich ganz gut mal bleiben. Brauch mehr Häuser. Leje. Tekton. Ohne mehr Häuser keine weiteren Truppen. Tekton. Oh, ich habe das Gefühl, der wird mich beim nächsten Push platt machen. Sind die Pferdchen jetzt schneller? Hetimos. Vulome. Orthos. Pani. Vulome. Orthanis. Vulome, Prostagma. Was auch immer da vom Himmel geflogen kommt. Orthos. Lege, Vulani. Hetimus. Vulome, Pani. Feige Sau. Feige Sau. So, wir graden unsere Einheiten hier natürlich ein bisschen ab. So, ich brauche insbesondere mehr Bogenschützen hier. Für mehr Bogenschützen brauche ich mehr Gold. Für mehr Gold brauche ich eine zweite Goldader. Nee. Tekton. So. Eieiei. Ich
Ich glaube, der wird mich fertig machen. Haben wir für Stufe 3? Müssen wir super viel Gold haben. Marktplatz brauchen wir noch. Einen Marktplatz. So, wir expandieren. Langsam, gemächlich. Ich brauche mal einen Scout. Etis, Meister. Tekton. So. Der Scout muss mal ein bisschen gucken. Der Scout guckt. Kann auch automatisch erkunden, oder? Ah, der kann patrouillieren. Okay, hier ist noch nichts. Ja, der hat ein paar mehr. Das macht ja auch Sinn, mehrere Kasernen zu bauen. Das Ding ist richtig langsam, ne? So. Brauchen mehr Häuser. So geht das nicht. Prosche. Tekton. Mehr Häuser. Leje. Tekton. Mehr Häuser. So, Marktplatz ist vorhanden. Was ist mit Stufe 3? Was fehlt mir noch? Nur ein bisschen Nahrung. Hier haben wir noch ein paar Schafe. Die können wir auch super gut aufessen. Der Weg ist aber weit. Ich muss mal hier noch so ein Dings dann bauen, ne? Silo, oder? Kornspeicher. So, drittes Zeitalter incoming. Prostagma, orthos. Hetipani. Lege. Orthos. Pani. Hier hat er sich vergraben. Prostagma. Tekton. Πρόσεχε. Πρόσταγμα. Ορθός. Ετεκτέκτον. Πάνι. Έτσι. Τέκτον. Ιαϊαϊαϊαϊαϊ. Πρόσταγμα. Lege. Orthos. Pani. Ich will meine ganzen Leute hier machen. Vulome. Prostagma. Pani. So. Lege. Das sehen wir auf die 1. Prosteche. Metalefs. Ei. Mit Leon? Ja, aber nur im Team. Ich spiele jetzt zum ersten Mal. Leon ist wahrscheinlich krass. 2 vs 2 mache ich sofort.
Aber One vs. One bringt keinen Sinn, weil der mich komplett vernichtet. Aber wenn er Bock hat, bin ich dabei. So, hier mal die ganzen Upgrades fahren. Nicht so unwichtig. Spitzhacke, was machen wir alles? Warum sind die hier am Faulenzen? Das waren die von der Goldmine. Ja, okay, die sind komplett ohne Arbeit. Wir müssen die nächste Goldmine bekommen. Tekton. Lege Vulome. Pani. Hat der seine Goldmine? Ich befürchte. Was ist mit? Bunny. Etimi, Vulome. Esto, Vesne. Schweinebande. Habt ihr das gesehen, wie der einfach mal knallhart seinen Erdbeben da gezündet hat? Finde ich, geht nicht klar. Fand ich krass. Hettimos. Prostagma, Vulome. Hettimos. Aber der hat nicht so wie ich eine Pest. Ich brauche, es läuft einfach drauf hinaus, ich muss mehr Truppen haben. Ich muss ihn irgendwie in der Schlacht besiegen. Leje. Kann ja auch von oben kommen. Ich muss ihn besiegen auf dem Schlachtfeld. Muss ihn irgendwo nerven. Ich brauche ja ein paar Pferde einfach, um ihn zu nerven. Eine kleine Kavallerie-Nerveinheit einfach. Die hoffentlich schnell genug ist, um wieder abzuhauen, wenn er irgendwas will. So, wir haben gleich keine Nahrung mehr. Das ist ein massives Problem. Wir müssen uns um Nahrung kümmern. Ja. Egal. Tut euer Werk. Ach du Scheiße. Massives Problem. Ja, das war's. Richtig. Oder? Kann ich das jetzt machen? Der Zauber. Ja, ich glaube, da können wir GG machen, oder? Ja, einfach ein paar mehr Einheiten. Ja, können wir GG. GG und dann aufgeben. So. Hat er gut gemacht.
So, wie sieht das hier aus? Höchste Punktzahl, größte Armee. Kann man hier irgendwo. Oh, Alter, da ging es bergab. Naja. Also, er war deutlich viel früher im dritten Zeitalter. Und dann ging es vor die Hunde. Hier sind wir noch ein bisschen angekommen. Ja. Klar. Aber ich meine, es war okay, ne? Es war okay fürs zweite Match. So, was ist mit Leon? Will Leon 2 vs 2 machen oder wollte der mich nur einmal an die Wand klatschen? Hat Nikola hat das gerade aufgebracht. Wir müssen noch kurz auf Leon warten. Das ist doch gar kein Problem. Okay, also. Wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe mal kurz... Wir machen mal eine ganz kurze YouTube-Pause. Das waren 2 Skirmish-Matches. 1 offline gegen die CPU. 1 online gegen einen random Dude. Ich werde das auf jeden Fall weiterspielen, weil mir das massiv Spaß macht. Aber da machen wir eine klitzekleine YouTube-Pause. Und ich höre mir gerne eure Tipps an. Aber nicht zu komplex. Eher so einsteigerfreundliche Tipps. Nicht sowas wie, du musst den dritten Basilisken über die Zisterne hieven mit einem Dreifachklick auf dem whatever. Einfach so, dass ich's check. Danke, das war Age of Mythology. Tschüss, Leute.